Wir sind jetzt gerade in Christchurch, sind auf dem Weg in die Inner City, die wir bisher noch nicht gefunden haben, aber wir geben unser Bestes. Und wir gucken einfach mal, was hier so geht in Christchurch, gucken vielleicht mal, wo wir uns so eine Steuernummer und ein Bankkonto bemühen können. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht auch den Strand finden, wenn er in Laufweite ist, und uns dann mal ein bisschen ins Wasser begeben, also nur mit den Füßen. Ja, sind wir hier gerade im Schatten vor irgendeinem glasigen Gebäude, was wieder vor der Medienpark aussieht. Im Schatten ist recht kühl, wenn man in die Sonne geht, dann knallt es ein wenig. Da braucht man dann wahrscheinlich schon Sonnencreme, wenn man länger wie eine halbe Stunde sich auf der Sonne aufhält. Wir haben jetzt 10.45 Uhr und ja, mal gucken, wie warm es heute Mittag wird. Also ich denke mal, es werden schon 25, 26 Grad werden. Ja, hier ist die Bahnstrecke. Es geht ziemlich genau hier an der Straße entlang. Gut, ab hier. Wir haben uns gerade gefragt, wie breit Neuseeland ist und was wir jetzt so machen in den nächsten Tagen. Es gibt zum Beispiel eine schöne Bahnstrecke, die hier durch die Alpen geht. Wenn man von der einen Seite bis zur anderen fährt, ist ja nicht sehr breit. Aber wir haben auch gerade gesehen, dass die Bahnstrecke ziemlich genau an der Straße entlang führt. Von dem her könnte man das auch mit dem Auto machen, wenn wir dann eins haben. Meinst du, wir kriegen eins? Wir kriegen auf jeden Fall eins, weil die Autos, haben wir schon gehört, sind zurzeit ziemlich billig, weil jetzt gerade die Hauptabreisezeit ist. Und dass gerade ganz viele Angebote auf dem Markt wären, echt super Autos. Und da werden wir uns das Beste raussuchen und das möglichst günstig dann runterhandeln. Und ja, das dann später vielleicht wieder teurer verkaufen. Wie ist die Stadt? Ja, die Stadt ist ganz schön. Schaut ziemlich sonnig im Moment. Jetzt werden wir gleich zahlen, unseren Kaffee, und dann werden wir schauen, dass wir den Free, wie heißt es denn? Free Shuttle. Den Free Shuttle durch die Stadt bekommen. Ja, ich denke, da drehen wir mal eine ganze Runde durch die Stadt und schauen, dass wir wieder hier aussteigen oder eventuell ein bisschen näher zum Hostel, sodass wir es dann nicht mehr so weit zurück haben. Heute Abend machen wir uns selber Essen im Hostel. Haben gestern eingekauft in so einem Großmarkt. Sieht aus wie eine Metro oder so. Und morgen früh gehen wir auf den Farmers Market. Wird uns heiß empfohlen, da mal hinzugehen. Und abends ist Neujahrsfest, also morgen wird gefeiert.